Hallo, herzlich willkommen zur 11. Folge vom Tropico 6 Let's Play. Immer noch auf dieser wunderbaren Insel und ich drücke jetzt einfach Cheat Activated und jetzt ist es geschehen. Ich habe tatsächlich geschummelt. Muss vielleicht mal noch ein bisschen meine Audio leiser stellen und habe es nun vollbracht zu schummeln und ja, nach dem Zitat werden wir die Mission hier endlich mal rocken. Ich erzähle es jetzt ganz schnell, kurz und bündig. Und zwar ist das Thema Künstler. Das Zitat stammt von Ludwig Anselm Gruber und lautet: Künstler wird nur, wer sich vor seinem eigenen Urteil fürchtet. Nun denn. Ja, let's kick it, würde ich sagen. Ja, Arbeitslosenquote, okay, Häftlingseing. Ich bin nicht glücklicher über seinen Präsidenten, Ihre Hingabe zur Kriminalität ist unvergleichlich. Okay, das Geld türmt sich auf, wir werden mehr Handlanger brauchen. Sie sind leicht zu finden, aber ich muss sie irgendwo unterbringen. Dort, wo sie arbeiten, aber ganz weit weg vom Gesetz. Kümmern Sie sich darum und der Enchilada wird sich erkenntlich zeigen, auf die altmodische Art. Ich hoffe, das bedeutet Bauch. So, ein Gebäude des Typs Baracke, wobei die Sicherheit... Okay, Luxusvilla. Okay. Bürger, die die Rolle Verbrecher innehaben. 123 von 30 benötigt. Okay, also Luxusvilla und Baracken müssen wir bauen, wo die Sicherheit gering ist. Ah, ich glaube, das sollte möglich sein. Wir haben ja nun genug Geld, müssen uns da um nichts mehr kümmern. Ja, das Video kommt ja Montag raus. Ich nehme es am Samstag auf, also wird das eigentlich relativ kurz. Aber ich glaube trotzdem, das ist machbar. Denn es hat sich nun so ergeben, eigentlich... Sehr schön. Eigentlich hat es sich ja so ange... Ja, ich erzähle jetzt trotzdem, den Text kennen wir ja schon. Es hat sich ja so angedeutet, dass ich eigentlich diese Woche jetzt nicht zu Hause gewesen wäre, zumindest von Montag bis Freitag. Das hat sich aber scheinbar doch geändert. Muss da arbeitstechnisch nicht irgendwo hin und somit, ja, kann ich jetzt in Ruhe aufnehmen. Kleine Bündel gepackt. Die Handlanger schlummern fest daneben. Wunderbar. Okay. Der große Enchilada hat ihn als Zeichen des Respekts für die kleine, sizilianisch anmutende Gemeinde, die sie geschaffen haben, einen Koffer voll Geld geschickt. Oh, es fällt schwer, sich über Geld zu beschweren, nicht wahr? Na gut, es sind alles Pennies, aber trotzdem. All diese Arbeit hatte ein einziges Ziel, Präsidente, den großen Enchilada zu finden. Jawohl, der große Enchilada. Jetzt, wo sie eine Halunken-Sammlung beisammen haben, ist es Zeit, sie klein zu kriegen. Einer von ihnen muss etwas wissen. Verbrecher sind ein abergläubischer Feigerhaufen, Präsidente. Erfüllen sie ihre Herzen mit Furcht. Mindestens ein Gefängnis mit der Verbesserung, Verhörzimmer, okay. Drei Polizei... Ich habe bloß eigene Polizeiwoche, okay. Die Anzahl der Bevölkerung des Typs Häftlings auf 40 von 25. Naja gut, das heißt, zwei Polizeiwochen, das sollte doch jetzt... auch ein Klacks sein. Wir brauchen eine Straßenanbindung. Ja. Des Weiteren ist jetzt in dieser Woche, wo das Video aufgenommen wird, auch im Ort eine LAN-Party. Das gab es ja schon mal, ihr erinnert euch vielleicht, im April? Ich glaube, das war Anfang April. Gab es das ja schon mal und jetzt haben wir uns natürlich nochmal zusammengefunden und machen das noch einmal. Einfach, weil wir wirklich Lust drauf haben alle. Und ich glaube, das geht schon, das wird schon. Ein Vöglein hat mir etwas gezwitschert. Es sagte mir, der große Enchilada sei nicht nur auf ihrer Insel, sondern auch ein gebürtiger Tropikaner. Oh, ein so gut informierter Anführer wie Sie sollten das wissen, Präsidente. Ein so gut informierter Anführer wie Sie kennt vielleicht sogar die wahre Identität des großen Enchilada. Was meinen Sie, Präsidente? Ist der Enchilada ein Sohn Tropikos? Oh. Der Enchilada kommt nicht aus Tropico, unsere Kriminellen haben viel höhere Standards, oder? Ja, der große Enchilada kommt aus Tropico, aber seine Identität ist eines der bestgehütet. Nehmen wir mal das zweite. Ihr wisst, wie sehr sich euer loyaler Penultimo sorgt.
Dieser große Enchilada, der ist ein Problem. Wir müssen rausfinden, wer er ist. Okay. Wir wissen, dass Flüsterkleipen für diese Leute unwiderstehlich sind. Vielleicht sollten wir eine bauen, oder solltet ihr eine bauen. Außerdem hat mein Cousin ein gieriger Zwischenhändler, einige interessante Informationen. Wie interessant, sein Name, ja, hat seine Hände so weit auseinandergehalten, als ich gefragt habe. Okay, na gut, ein Kabarett, naja, das sollte doch schnell machbar sein, vorausgesetzt, ich finde das Kabarett, hier. Ja, es wären auch nochmal 5000 gewesen. Ist halt schon ordentlich, ja. So. Mal gucken, was jetzt passiert. Cousin Picayunimo dankt Ihnen dafür, Picayunimo, dass ihr okay. die Informationen nicht wie letztes Mal einfach aus ihm herausgeprügelt habt. Er sagt, der Enchilada ist hier. Oh. Wirbelt nicht so herum, Präsident. Ich meine nicht in diesem Raum, sondern auf der gesamten Insel. Irgendein Trinker und dieser Flüsterkleibe muss den Enchilada kennen. Sobald er genug getrunken hat, wird er auspacken. Präsident, mein Cousin Picayunimo ist ein freiberuflicher Vertriebsexperte. Im Austausch für Rum hat er mir geholfen, den Schwindel des großen Enchiladas vorzubereiten. Mhm. Ja, und seine Freunde möchten über den Bau einer speziellen Unterhaltungsinstitution sprechen, in der sie ihren Lohn ungestört durchbringen können, eine Flüsterkneipe. Als Gegenleistung würdet ihr interessante Informationen erhalten. Wie interessant? Ja, soweit, okay. Zwielichtiger Stil mit... Okay, ich muss jetzt mal gucken, dass ich den Verbrecherboss auch finde. Mal sehen... Ist das... Nein, hier sind einfach nur zu wenig Leute, oder? Ja. Hm. Okay, okay, das ist alles noch gut. Forschung, ja gut. Gut, wir können jetzt natürlich auch mal was für unsere... Mal nebenbei was für unsere Stadt tun. Baugenehmigung. Das braucht man nicht. Industrie fördern. Bildung fördern. Nein, Kriegsrecht braucht man nicht. Autos für alle. Brot für das Volk. Das können wir, das können wir. So. Bote herrscht. Sie sind fast wie Geschwister, Präsident. Aber haben Sie schon einmal Geschwister kämpfen sehen? Oh. Okay. Nein, wir wollen keine Finanzkrise erzeugen. Aber na gut, Boote schaffen wir. So, mal gucken. Können wir hier im Almanach nachsehen? Bevölkerung. Nee. Konflikte. Es muss ja irgendwo sichtbar sein. Wer von den allen hier... Gut, ich kann jetzt hier nicht alle durchgucken, wer hier dieser Verbrecherboss ist. Ich muss jetzt einen zwielichtigen Deal mit dem Verbrecherboss. Es wurde bestätigt, dass unser geliebtes Maskottchen Captain Tropico auf der Gala der Tropico-Dienstleistungsorganisation erscheinen wird. Moral ahoi! Schön. Ich sehe auch gerade, dass natürlich die Wahlbeteiligung, nicht die Wahlbeteiligung, sondern die möglichen Wahlausgänge dezent nach unten gehen. Also, dass es wirklich schlecht aussieht. Das kann natürlich an der Zufriedenheit liegen, die ja wirklich noch nicht gerade blendend ist. Wohnen ist sehr schlecht, Sicherheit ist sehr schlecht. Ja, Wohnen ist immer so eine Sache. Das ist halt wirklich nicht so... Nicht so einfach, sagen wir es mal so. Aber ich meine, es passen halt sehr viele rein, ja. Oh, Elektrifizierung hätte ich nicht machen müssen, unbedingt. Vor allem für die Leute, die arm sind. Da wäre ein günstiges Wohnen natürlich sehr schön. Das ist ja nicht nur in Tropico so, das ist ja überall so. Aber so...
Budget. Nehmen wir mal nach unten. Wenn wir das machen, brauchen wir auch gut situiert. Ja gut, dann können wir auch das Budget überall hochnehmen. Baracken. Ja, da müssen wir halt mehr Baracken bauen. Also, ich habe jetzt gerade auf der Stelle einfach keinen Plan, wie ich diesen blöden Verbrecherboss finde. Es gibt sicher irgendwo, muss da irgendwo was geben, dass ich sage, ich möchte mir gezielt die Leute irgendwo rausfinden. Keine Ahnung. Die Rebellen Tropicos konnten heute einen spontanen Vandalismuswettbewerb für sich entscheiden. Sie besiegten die hiesige Staatsgewalt mit einem Vorsprung von 2 Mauern. Sie sind wirklich die Humanität in Person, Press. Sie nehmen all diese verlorenen Seelen unter ihre Fittiche. Gegen Provision, versteht sich. Ja, okay. Das haben wir ja alles schon gemacht. Ja, und ihr Rechtssystem wirkt, als würde es die Lagen meistern. Das ist ein Wunder der modernen Welt, Press. Wussten Sie schon, dass man die Fortschrittlichkeit einer Kultur und der Qualität ihrer Verbrecher erkennen kann? Ich meine, ich habe das irgendwo gehört. Naja. Okay. Tja, wie schaffe ich es, diesen zwielichtigen Deal? Aufgedeckte Verbrecherboss, auf jeden Fall eine besondere Interaktion namens zwielichtiger Deal. Ja, aber wie komme ich zu diesem Verbrecherboss? Ich müsste mir halt hier irgendwo alle Leute angucken. Das ist halt... Keine Ahnung, wo der sein kann. War das irgendwo Inforaster? Na, das wird auch... Nee, das bringt mir, glaube ich, auch nicht viel. Es gibt bestimmt irgendwo was, wo ich die Ziel-Leute suchen kann. Ich kann ja zum Beispiel El Presidente direkt auswählen, so. Das ist El Presidente, das passt. Der trinkt sich gerade in der Taverne. Also, passt ja, ja. Aber irgendwie, wie kann ich diesen Verbrecherboss auswählen? Das ist mir noch nicht so ganz schlüssig. Da bin ich noch... Oh! Wo? Okay, okay, okay. Ich habe doch aber Militär. Ja doch, ich möchte noch, die greifen von allein an. Aufruhrs werden alle Bürger aufgefordert, augenblicklich einen Konservenvorrat anzulegen. Von Blicken aus dem Fenster wird dringend abgeraten. Mhm. Ja, okay, gut, die Animation ist nicht gerade die beste, aber es geht ja ums Prinzip. Was ist, wenn hier... Ja, wenn der Palast kaputt geht, dann habe ich ein Problem. Aber wirklich ein Problem. Ja, wo ist denn die Infanterie? Wo ist die Verteidigung? Los! Verteidigt! Oh Gott. Das ist wirklich gerade sehr schlecht, muss ich sagen. Boah, sehr schlecht. Das ist wirklich irgendwo... Irgendwo ist das mies gerade. Was da gerade passiert. Also wir gewinnen diese Schlacht, ja, aber... Ich sehe nicht wirklich die Infanterie, die das gerade macht. Wenn der Palast hier kaputt geht... ja, dann ist es aus. Es ist da unten die Infanterie, die da kommt, okay. Palast ist schon fast zur Hälfte kaputt. Also eine richtige Rebellion, das ist kacke. Also diesen, ja gut, diesen Kampf verlieren wir. Wahrscheinlich. Wir haben zu wenig Hochbezahlte, ja, wir haben zu wenig Doktorleute, zu wenig Leute mit Universitätsabschluss. Es gibt immer noch 6, sind das 6 Kämpfe oder... 6 Rebellengruppen, die hier irgendwo stationiert sind, wollte ich schon fast sagen. Ich glaube aber, es ist vorbei, ja.
Den können wir wieder reparieren. Okay, wir brauchen mehr Wachtürme. Natürlich hier schwarz, also die Freiheit ist hier, schwarz sag ich schon, rot. Die Freiheit ist ja dezent niedrig. Eigentlich war es mein Ziel in dieser elften Folge, dieses Level abzuschließen, weil ich dachte, ach naja, was soll noch groß passieren? Ja, wenn ich wüsste, wie ich diesen wunderbaren Verbrecherboss finde. Hier entschieden Gerüchte über einen Aufstand oder eine Rebellion. Räumt aber ein, dass es in dieser Woche einen offenen Austausch von Sichtweisen gegeben hat. Schön. Ach, sagt mir doch einfach. Handel, nein, so. Sind Sie die ganzen? Ja, das kann's alles. Wie vorteilhaft, dass wir uns alles machen, aber wo? Rebell. Verlaufen? Bevölkerung, okay. Konflikte, Auslandsbeziehungen, Fraktionen. Sieht man gar nicht, ob man gecheatet hat. Also. Ja, aber welcher? Moment, jetzt. Ach nein, Rivale. Oder? Ist Rivale jetzt auf Wahl bezogen, oder? Nein, dann ist das hier zwielichtiger Deal. Ja, puh. Kann ich das überall machen? Okay, dann ist es wahrscheinlich egal. Dann war's das schon. Gut. Krass, neuer Auftrag. Jetzt bin ich gespannt. Sicher. Ich bin ziemlich gierig, Präsidente. Aber ich habe Betriebskosten. Und da der Rum alle und die Party vorbei ist, muss ich die Kosten für meine Ausstiegsstrategie decken. Als ob. Ja, Pizza, ja, wie auch immer. Mann hat über den großen Enchilada ausgepackt. Doch bevor ich sie einweihe, müssen sie mein Schweizer Nummerkonto aufhören. Ich habe das ganze Risiko getragen. Es ist nur fair, dass ich angemessen bezahlt werde. Schon wieder. Und dann ist der Enchilada. Ja, okay, bezahlen wir sofort. Ich sollte mein Geld jeden Moment bekommen. Jetzt. Also, hier ist ein Foto von Enchiladas Auto, die Adresse seiner Braut, sein Friseur und, oh ja, sein Name. Also der ist mir ein bisschen zwielichtig. Ich bin ein äußerst seriöser Geschäftsmann, Präsident, vergessen Sie das nicht. Ja, natürlich. Und der Enchilada ist ein Berufsverbrecher mit einer geheimen Identität, die auf einem Tortilla-Wrap, also Tortilla-Wrap basiert. Wir alle kriegen, was wir... Bravo, Präsidente. Sie haben Enchilada identifiziert. Ich hoffe einfach mal, dass Sie das wegen unserer Freundschaft und der Güte in Ihrem Herzen getan haben. Okay. Jetzt muss die niederträchtige Kröte nur noch verhaftet werden. Jetzt klingt doch gut. Und dann steht er da ab Spielgewinn. Es würde mir nichts ausmachen, wenn er dabei ein wenig in die Mangel genommen werden würde. Vielleicht widersetzt er sich ja der Verhaftung. Treten Sie ihn von mir in die... Okay. Hätte ich das schon mal eher entdeckt, dann hätten wir uns das alles sparen können. So, wo war das? Ja, Boss. Rafael Hernandez. Festnehmen. So, mal sehen. Da ist er. Da ist der Enchilada. Jetzt wird er endlich festgenommen, hoffentlich. Oder er wird vom Auto überfahren. Er läuft halt einfach auf der Straße, also. Ich hoffe, er wird jetzt endlich festgenommen. Die Frage, wie kann ich El Presidente helfen, den Krieg zu gewinnen? Der Palast antwortet, wählt bei der nächsten Wahl Presidente. Oder wir bauen einfach noch ein paar Polizeiwachen. Kann das helfen? Kann das helfen, wenn wir hier einfach noch ein paar Polizeiwachen bauen? Ganz zufälligerweise direkt hier in nächster Nähe. Meinetwegen auch auf die Farm drauf. Das wäre mir jetzt egal, weil
Die Mission ist dann nachher eh, oder brennt ein Haus. Wer dann nachher eh beendet. Vielleicht mal noch ordentliche Straßenverbindung. So, schneller Bau. So viel zu tun. So, wo ist der denn? Da ist er, da versteckt er sich. Ich hoffe, er wird jetzt endlich verhaftet. Und da muss ich ja noch ein Gefängnis bauen sogar. Das kann natürlich sein, das wäre, ja, irgendwo auch blöd, weil es natürlich, wenn man so bedenkt, naja, wir mussten die Gefängnisse alle so auf der Insel da errichten, also auf der zweiten Insel, nicht auf der Hauptinsel. Ist das schon blöd, hier aus das Gefängnis. Und bumm. Ja, wahrscheinlich muss er wirklich bis zur Insel, weil davor läuft. Ach nein. Ist der Enchilada-Fall beendet. Übergeben Sie ihn. Sein Leben wird sich unter meiner Aufsicht nicht verbessern. Cool. Endlich, wir haben es geschafft. Damit wurde ein Überbleibsel des Krieges beseitigt. Hat ja nur. Wann haben wir angefangen? Zweiter Weltkrieg, ja? Also sagen wir mal, das Spiel hat 1940 oder 1939 begonnen. 26 Spieljahre? Ist ordentlich. Ja, viel Spaß beim Endscreen und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dann. Ich würde es nie wagen zu spotten oder die Augen zu verdrehen, Präsident. Ich war und bin noch immer Ihr gewissenhafter Diener und meine Gesichtszüge unterstehen Ihrem Befehl. Aber Ihr habt dem Broker eine hübsche Summe Geld gezahlt und erschien ziemlich selbstzufrieden. Egal, Präsident, ich habe noch eine Flasche Number 18 und seht, eine Limone. Lasst uns trinken auf alte Feinde und noch ältere Freunde. Ihr habt es geschafft, Präsident. Der Sieg gehört uns. Ich meine, Ihnen.